Herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial-Video hier in der Mikrotik-Serie. In diesem Video kümmern wir uns tatsächlich mal um unsere Firewall. Denn der Router hat ja eine Firewall mit eingebaut, die aber im Auslieferungszustand nicht aktiv ist. Beziehungsweise sie ist aktiv, aber sie besitzt keine Regeln, dementsprechend ist sie offen wie ein Scheunentor. Das ist schlecht und deswegen habe ich auch gesagt am Anfang, auch im Intro-Video, dass wir den Router bei der Ersteinrichtung hinter unser bisherigen Router klemmen sollten, der ja hoffentlich eine aktive Firewall hat, damit wir uns eben keinen Gefahren aussetzen. Wie offen das Ding ist, möchte ich dir jetzt hier kurz zeigen. Ich habe jetzt hier mein Linux-System, was ja normalerweise dann in meinem Gäste-WLAN-Netz zum Beispiel hängen würde, habe ich jetzt einfach mal quasi ins Internet gehängt und habe jetzt hier eben von außen theoretisch Zugriff auf unseren Router. Ich will dir einfach nur kurz zeigen, wie offen das Ding wirklich ist. Dazu habe ich hier jetzt einfach mal Nmap installiert und wenn ich jetzt hier mal Nmap eingebe und dann die öffentliche IP von meinem Router, was aktuell diese hier ist und das mal abschickt, dann scannt jetzt Nmap gleich mal durch, was für Ports offen sind. Und wenn ich das Ganze jetzt hier einfach mal kurz durchlaufen lasse, ja, das war ein sehr schneller Scan, der prüft jetzt mal so die üblichen Ports, sage ich mal, ab, dann erwischt er hier tatsächlich viele und zum Teil eben auch wirklich die kritischen. Also wir haben hier Zugriff auf den FTP via SSH, via Telnet. Wir haben einen offenen DNS-Server, was nicht gut ist. Wir haben dann eben den Webzugriff mit HTTP und eben den normalen Zugriff für Winbox, zum Beispiel jetzt hier erkannt mit Cisco SCCP. Damit das Ganze hier auch wirklich funktioniert, nur kurz die Demonstration. Ich öffne hier einfach einen Browser und gebe einfach mal die öffentliche Adresse ein, ganz normal via HTTP, und schon bin ich auf meinem Router drauf. Und das wäre jetzt auch theoretisch aus dem echten Internet aus erreichbar, hätte ich jetzt meinen Router direkt eben dort angeschlossen. Wie ihr seht, schlecht. Deswegen wollen wir jetzt unseren Router mal für IPv4 sicher machen, denn bisher haben wir ja IPv4 nur eingerichtet. Also erstellen wir hier die Firewall-Regeln für IPv4. Ich werde jetzt mal kurz auf meinen Windows-Rechner umschalten, denn dort geht es jetzt weiter. So, und schon sind wir wieder auf unserem Router aufgeschaltet, hier mit Winbox. Ich habe mir jetzt hier schon eine Vorlage zusammengebastelt, was ich alles jetzt hier für meinen Fall einrichten muss. Wir werden das kurz durchgehen, wie es dann funktioniert. Ich werde dir zeigen, wie man die Firewall-Regeln einrichtet und korrekt passend einstellt, damit es auch funktioniert. Und am Ende werden wir auch nochmal gucken, welche Ports dann tatsächlich noch offen sind. Natürlich will ich auch von vornherein noch sagen, jeder hat jetzt hier seinen eigenen Fall an Firewall-Regeln, die er braucht und zusammenbauen muss oder will. Denn jedes Netzwerk ist unterschiedlich. Ich kann jetzt hier nicht euch alles aus den Fingern ziehen, deswegen müsst ihr jetzt selber mal ein bisschen euren Verstand einsetzen und überlegen, was ihr alles an Firewall-Regeln dann tatsächlich braucht, damit es eben sicher ist und dass eben auch die verschiedenen Systeme auch noch miteinander reden können. Ich zeige jetzt hier im Tutorial-Video den schnelleren Weg, den einfacheren Weg, welcher eigentlich auch für den Heimgebrauch wirklich komplett ausreichend ist. Wer das Ganze in der Firma zum Beispiel aufsetzen will und wirklich alle Richtungen überwachen will, also die eingehenden als auch die ausgehenden und dort eben verschiedene Protokolle dann sperren möchte, der muss hier durchaus noch ein bisschen mehr Hand anlegen. Um jetzt loszulegen, gehen wir hier auf IP, damit wir eben bei IPv4 unterwegs sind und wählen dann hier den Reiter Firewall an. Unter Umständen kann es jetzt sein, dass es hier schon Standardregeln gibt, die eben der Router schon angelegt hat. Das ist eben bei den fertigen Modellen in der Regel der Fall. Sollte dies bei dir der Fall sein, kannst du diese gerne hier einmal löschen oder zumindest mal deaktivieren und darauf deine Bedürfnisse nochmal anpassen. Da wir ja hinter unserem normalen Router sind, ist das jetzt erstmal kein Problem. Wir erstellen neue Firewall-Regeln, indem wir hier oben auf das Plus klicken und dann hier eben kurz ausfüllen, was wir machen möchten. Ich habe jetzt hier mir schon eine passende Liste eben zusammengebaut mit allen Regeln, die ich jetzt hier einrichten möchte. Ich werde kurz erklären, um was es sich hierbei dreht, werde aber jetzt nicht allzu tief ins Detail gehen. Wir brauchen hier erst einmal eine Chain und zwar die Input Chain. Und wenn ihr das hier schon seht und gegebenenfalls schon mal mit Linux-Servern zu tun hattet, ja, das ist IP-Tables, wo im Hintergrund läuft. Wer also sich mit IP-Tables schon auskennt, der hat jetzt hier echt ein leichtes Spiel, weil es ist ja nichts anderes, nur mit einer grafischen Oberfläche. Ich will jetzt hier erstmal einen Input haben, wähle dann hier bei Protokoll einmal aus, dass ich das aktivieren möchte und dann wähle ich hier bei Protokoll ICMP aus, also der ganz normale Ping. Und dann gehe ich bei Interface hin, Input Interface, aktiviere mir das Ganze und sage hier, ich hätte eben gern mein Ethernet 1, also dort, wo mein WAN reinkommt, also mein Internet, und wähle das aus. Was tut das? Ja, der Input, also reinkommend über Interface 1 mit dem Protokoll Ping, das
tun wir jetzt hier unter Actions verbieten. Also nicht Accept, sondern Drop. Ich würde beim Verbieten auf jeden Fall auch hier immer auf Drop gehen und nicht auf Block oder sonstiges oder hier auch ein Reject. Denn man hat hier den Vorteil, der Router verwirft dann einfach das Paket und dementsprechend haben es Angreifer schwerer herauszufinden, welche Ports wir von außen wirklich vielleicht offen haben für nur vielleicht spezielle IP-Adressen. Ein Drop, das verwirft einfach, verbraucht am wenigsten Leistung und dementsprechend sind wir ganz gut unterwegs. Habe ich dann meine Regel so angepasst, kann ich das Ganze hier mit OK bestätigen. Und dementsprechend habe ich jetzt hier einen Eintrag. Was tut der Eintrag jetzt? Der verbietet einfach den Ping von außen. Dementsprechend kann jetzt unser Router vom Internet aus nicht mehr angepingt werden. Und wir sind ein Stück unsichtbarer im Internet unterwegs oder zumindest schwerer aufzufinden. Denn ein normaler Ping kann unseren Router nun nicht von außen mehr erreichen. Und ja, der normale doofe Hacker weiß dann nachher nicht, dass unser Router anwesend ist. Um uns jetzt nicht gleich auszusperren, habe ich noch die wichtigste Funktion vergessen. Und zwar gibt es hier oben den Safe Mode Button. Diesen können wir hier einmal betätigen, dann bleibt er hier gedrückt und dementsprechend können wir jetzt hier Änderungen vornehmen, die aber nicht sofort übernommen werden, weil wir befinden uns jetzt momentan hier im Safe Mode drin. Wir können jetzt hier alles so einrichten, wie wir wollen. Wir könnten uns auch hier theoretisch aussperren, aber das ist ja alles dann nachher nur noch die Theorie. Wenn wir mit allen Anpassungen fertig sind und sagen, ja, das passt jetzt und wir sperren uns damit nicht automatisch aus, können wir hier den Safe Mode Button wieder rausnehmen und dementsprechend wird alles sofort übernommen und unsere Regeln greifen ab dann. Also das ist deine Versicherung, dass falls du was Falsches einstellst, hier auch auf jeden Fall wieder zurückkommst. Zur Not, wenn irgendwas komplett verhakt ist, er hat einen Stecker ziehen, Router neu starten lassen. Er hat es ja nicht gespeichert, dementsprechend sind wir noch safe. Also aktivieren wir noch den Safe Mode, bevor wir jetzt hier noch mehr an der Firewall herumbasteln. Wir gehen jetzt das Ganze im Schnelldurchgang durch, damit das Video nicht allzu lange wird. Ich drücke hier wieder auf Plus, gehe dann hier auf General, sage dann hier nicht Forward, sondern Input. Und dann gehe ich hier runter und sage hier bei und sage dann hier bei Connection State, brauche das Feld und ich hätte einmal gern eine Established Connection und drücke auf OK. Dementsprechend alle Verbindungen, die dann aufgebaut werden und wurden, die dürfen auch durch die Firewall durch. Dann nochmal Plus, nochmal Input, nochmal den Connection State hier auswählen und dann Related noch anhaken. Okay, die beiden Regeln könnt ihr auch hier zusammenfassen, damit es dann eine Regel ergibt. Kann jeder machen, wie er selber will. Um das Ganze jetzt noch ein bisschen übersichtlicher zu behalten, können wir hingehen und können hier noch Kommentare hinterlegen. Ich gehe dann immer gerne hin, drücke hier aufs Kommentarfeld und beschreibe dann erstmal von wo nach wo und was tut es. Hier in meinem Fall von WAN zur Firewall, Ping, blockieren. Ich unterteile das Ganze gerne hier mit einem Strich noch, damit das Ganze etwas besser aussieht. Dann drücke ich hier auf OK und dann steht hier ein Kommentarfeld drüber. Dasselbe hier auch mit den erlaubten aufgebauten Verbindungen. Das ist für mich allgemein aufgebaute Verbindungen erlauben. Kopiere ich das Ganze und füge das jetzt hier einfach mal als Beispiel hier noch ein. Dann habe ich die Firewall-Regeln beschriftet und weiß auf jeden Fall, was sie tun in einer deutschen, für den Menschen lesbaren Sprache und muss das hier mir nicht über die verschiedenen Spalten dann zusammendenken. Weitermachen wir mit dem Zugriff zur Firewall selber von unserem LAN-Netzwerk aus, damit wir uns nicht aussperren. Deswegen wieder Plus, Input bei Chain und dann das reinkommende Interface hier, klappen wir auf und sagen jetzt, wir möchten ja von unserem LAN auf den Router Zugriff haben. Deswegen sagen wir hier von der Bridge LAN aus, damit alle Interfaces, die eben auf der Bridge LAN vorhanden sind, Zugriff haben. Also ist es egal, wo ich mich gesteckt habe. Die dürfen dann drauf zugreifen. So, das passt. Mehr müssen wir gar nicht machen. Wir haben auch hier den Comment-Button. Und hier kann ich dann auch reinschreiben LAN Richtung Firewall. Zugriff zur Firewall erlauben. Okay. Damit haben wir jetzt uns auf jeden Fall abgesichert, dass wir auf jeden Fall immer auf den Router noch Zugriff haben. Nächste Firewall-Regel, die ich hier anlegen möchte, ist der Ping-Zugriff zur Firewall, also dass von meinem Gäste-WLAN die Firewall immerhin angepingt werden kann, um eben bei der Fehlersuche schneller herauszufinden, habe ich denn überhaupt Zugriff zur Firewall. Deswegen finde ich ein Ping
darf da gestattet sein. Das Web-Interface oder den SSH-Zugriff zur Firewall gestatten wir nicht. Also wieder bei Chain eine Input-Chain. Bei Protokoll sagen wir jetzt hier wieder ICMP. Und beim Interface, was das darf, sagen wir jetzt hier Bridge Guest, also mein Gäste-WLAN, Apply. Und dann steht es drin. Gut, komm, müssen wir noch kurz beschriften. Von der DMZ Richtung Firewall Ping erlauben. So, dann weiß ich das. Da wir ja auch aus dem Gästenetzwerk gesagt haben, wir möchten gerne den DNS-Server des Routers verwenden als Upstream-DNS, damit eben die Gäste unseren internen DNS-Server erstmal verwenden, wo wir auch theoretisch ein bisschen filtern können, müssen wir noch eine Regel anlegen, die eben erlaubt, den DNS-Server zu erreichen. Denn der ist dann erstmal nicht erreichbar. Also haben wir hier auch wieder eine Input-Chain. Dieses Mal geben wir hier an bei Destination-Adresse, also Zieladresse, die IP-Adresse unseres Routers, also hier in meinem Fall die 192.168 und dann die 14.1, weil wir befinden uns ja dann im Gäste-Netzwerk. Bei Protokoll gehen wir dann hin und wählen hier UDP aus und bei Destination Port den Port 53 für DNS. DNS läuft in der Regel über UDP. Wer möchte, kann auch noch eine Regel dann anlegen und das dann auf TCP auch umstellen, weil es geht ja theoretisch beides. Wir können dann hier auch noch einen Comment setzen. DMZ Richtung Firewall DNS erlauben. UDP. Machen wir auch noch das Ganze so. Perfekt. Um jetzt eben das Ganze noch für TCP eben zu machen, müssen wir jetzt nicht alles von vorne anlegen. Wir können hier einfach auf Copy drücken und dementsprechend macht es hier ein neues Fenster auf. Das macht jetzt sofort im Vollbild, aber das kann ich mal kurz kleiner machen. Das macht hier dann ein neues Fenster auf. Und dann kann ich hier das Ganze noch einmal eben einrichten und sage hier einfach, anstatt UDP haben wir hier eine TCP-Verbindung. Passe hier noch meinen Comment an. Kann dann das Ganze eben mit OK bestätigen. Das mache ich dann auch wieder zu. Und dann habe ich hier meine zwei Regeln. Das mit dem Kopieren ist relativ angenehm zu verwenden, wenn man eben nur kleine Anpassungen dann machen muss, wie hier zum Beispiel von UDP auf TCP umzustellen oder umgekehrt. Als nächstes gehen wir hin und erstellen uns eine Drop-Regel, die alle Verbindungen blockiert, die keinen Verbindungsstatus haben. Dazu gehe ich jetzt hin und erstelle mir hier wieder eine neue Regel. Sage dann hier einfach Input, gehe dann hier auf Actions und sage hier einfach Drop. Noch das Ganze kurz kommentieren. Also alles, was jetzt keinen gültigen Verbindungsstatus hat, was vor allem von meinen internen Geräten dann initiiert wurde, also ich will von intern nach extern, um eine Webseite zu erreichen, alles andere, also das, was von extern intern rein will und eh nicht erwartet wird an Paketen, das wird damit sofort gedroppt. Dann gehen wir hin und wollen noch alle aufgebauten Verbindungen forwarden, also eine neue Regel. Wir gehen auf General wieder, sagen dann hier Forward-Verbindung und die accepten wir natürlich. Und dementsprechend passt das. Comment allgemein aufgebaute Verbindungen erlauben. Als Beispiel. Okay. Die platzieren wir dann drunter. Dann geht es hier weiter. Ihr merkt, das wird ein bisschen länger, das Video. Wir haben eine Forward-Regel, welche von meinem LAN kommt und in mein Gästenetzwerk geht und hier den Ping erlaubt. Das ist für mich einfach eine gute Regel, um jetzt von meinem internen LAN eben im Gäste-WLAN dann zu gucken oder in meinem DMZ-Netzwerk, ist denn ein Gerät zum Beispiel per Ping erreichbar, ist es auch in meinem Netzwerk integriert. Und wenn ich dann eben auf Fehlersuche bin, warum etwas nicht funktioniert, dann kann ich hier zumindest schon mal gucken, funktioniert das Netzwerk. Bei Actions gehen wir dann natürlich hin und sagen hier Accept und bei Comment tragen wir noch ein LAN Richtung, sage ich jetzt hier einfach mal DMZ als Beispiel, Ping erlauben. Okay, okay, wunderbar. Nächste Regel, die wir haben, ist etwa gleich. Wir haben hier wieder eine Forward-Regel. Ich sage hier wieder von meinem LAN in mein Gäste-LAN bzw. DMZ möchte ich noch TCP zum Beispiel einen Webserver erreichen. Und hier kann ich jetzt verschiedene Ports angeben, zum Beispiel 80 mit dem Komma dann trennen, 443 und zum Beispiel 8443.
ich jetzt in meinem DMZ-Bereich zum Beispiel einen Webserver noch bereitstellen, meine eigene Cloud als Beispiel, die im Internet erreichbar ist, kann ich das Ganze hier auch direkt dann von meinem internen LAN auch erreichbar machen und muss zum Beispiel gar nicht über das Internet gehen. Ich muss aber dafür dann auch die passenden Ports freischalten. Daher können wir dann hier auch bei Actions wieder sagen, Accept, das passt. Und der Command fehlt natürlich noch LAN Richtung DMZ Webserver Zugriff. So, hört sich glaube ich ganz gut an. Dann wieder mit OK bestätigen und die nächste Regel. Dieses Mal gehen wir hin und sagen hier eine Forward-Regel von der Source-Adresse meines LANs, hier in meinem Fall die 192.168.13.0. Und ich kann hier auch das ganze Netzwerk dann definieren, indem ich hier einfach /24 dann dahinter eintrage. Und das Destination-Netzwerk ist jetzt hier meine DMZ. Ich kopiere das Ganze einfach und editiere die 13 auf eine 14. Und ich möchte jetzt einfach, dass hier alles geblockt wird. Warum? Von meinem normalen LAN in mein Gästenetzwerk oder in mein DMZ-Netzwerk an sich soll keiner erstmal Zugriff haben, weil das sind dann zwei getrennte Netzwerke, die sollen nicht irgendwie miteinander vermischt werden und Zugriff drauf haben, weil in meinem Gäste-WLAN sind dann meine Gäste drin und die sollen zum Beispiel nicht auf meine internen Ressourcen zugreifen können. Dementsprechend sage ich hier dann bei Actions, ich möchte das gerne droppen. Comment natürlich noch, LAN Richtung DMZ, alles andere blockieren. Okay, haben wir die. Ich erkläre gleich, wieso wir jetzt die hier anlegen. Wir gehen noch hin und kopieren das Ganze. Also machen wir hier mal Copy und editieren jetzt einfach hier kurz die zwei Regeln, weil ich möchte das Ganze auch noch klonen vom DMZ-Netzwerk ins LAN-Netzwerk, dass dort ebenfalls alles blockiert ist dann. Also Source-Adresse vom 14er-Netz ins 13er-Netz ebenfalls alles hier droppen. So, haben wir hier zwei Drop-Regeln. Nun müssen wir natürlich noch ein bisschen ins Internet gehen können, weil momentan können wir tatsächlich keine einzige Webseite aufrufen. Deswegen sagen wir hier nochmal eine Regel hinzufügen. Das ist eine Forward-Regel. Das Interface, wo es rein soll, ist hier wieder mein LAN. Ich sage jetzt hier wieder Bridge LAN, um direkt mein ganzes internes Netzwerk damit zu erreichen. Und das ausgehende Interface ist jetzt hier in dem Fall mein Ethernet 1, also mein Internetzugriff. Wenn ihr das Ganze via PPPoE macht, dann könnt ihr hier auch dann dementsprechend eure PPPoE-Verbindung auswählen, die dann hier auftaucht. Wenn ich jetzt das Ganze hier im Tutorial eben nicht habe und eine normale RJ45-Verbindung habe, habe ich jetzt hier nur mein Ethernet 1. Ich brauche hier ja auch keine Zugangsdaten für Internet. Also wähle ich mein Ethernet 1 aus, sage dann hier nochmal Command, LAN Richtung WAN, Internet Zugriff, es ist mal ein bisschen verallgemeinert, aber das passt. Okay, ich könnte jetzt auch hingehen, wenn ich das mega restriktiv einstellen möchte und könnte hier auch noch bei Destination Ports das auf die üblichen Webserver Ports zum Beispiel einschränken, um ja dann nur zu sagen, da geht auch wirklich nur das drüber, was normaler Internetverkehr ist, also Webbrowserverkehr. Damit wären zum Beispiel alle Spiele oder auch Meeting-Softwares ausgesperrt. Bei Actions wieder Accept. Okay. Selbe Spiel müssen wir jetzt natürlich noch für mein Gäste-WLAN machen, denn meine Gäste können jetzt auch noch nicht ins Internet. Also gehen wir hin, kopieren das Ganze wieder und sagen einfach hier statt meinem LAN-Interface haben wir jetzt noch mein Gäste-Netzwerk, also Bridge Guest. Und das übernehmen wir dann. Comment noch kurz anpassen. DMZ Richtung WAN. Internetzugriff erlauben. Okay. Wunderbar. Zum guten Schluss brauchen wir noch eine Regel, die jetzt alles verwirft, was an sich sonst nicht mit irgendwas zu tun hat. Also alles, was wir nicht wollen, was hier oben definiert ist, das soll er wegwerfen. Dazu gehen wir hin, sagen hier noch einmal eine neue Regel. Das ist eine Forward-Regel. Und hier sagen wir dann einfach Drop. Sagen hier noch bei Comment allgemein alles andere verwerfen. Okay. Was ich euch momentan noch verschwiegen hatte, wie das Ganze jetzt funktioniert. Und das kann ich jetzt hier einfach schöner zeigen, wenn wir hier was in der Liste drin haben. Denn die Firewall funktioniert so. Sie wird von oben nach unten abgearbeitet. Wenn jetzt ein Datenpaketchen rein oder raus gehen möchte, dann geht es hier die ganze Liste einmal durch. Zum Beispiel, wenn ich jetzt von außen eben was pingen möchte, dann kommt das Ping-Paketchen an
und trifft hier direkt auf die Regel 0 zu. Und diese sagt schon, hallo, du bist ein Pink-Paketchen, tschüss. Es interessiert mich nicht, was du willst, tschüss. Dann geht es natürlich weiter. Hier für vertraute, aufgebaute Verbindungen, wenn eben mein Rechner eine Verbindung ins Internet aufbauen möchte und dann zum Beispiel surfen möchte, dann baut er ja eine vertraute Verbindung auf. Das kennt der Router dann nachher und dementsprechend wird hier dem ganzen Ding vertraut. Und wir sehen auch hier bei diesen beiden Regeln dann nachher, hier wenn wir ein bisschen nach rechts gehen, dann den meisten Traffic. Es geht dann natürlich hier auch weiter, der Firewall-Zugriff. Wenn also ein Datenpaketchen von meinem internen Netzwerk Richtung Firewall gehen möchte, was wir ja hier definiert haben, dann geht es von oben rein und endet dann hier. Ah ja, ich darf ja hier Richtung Firewall gehen, hab einen grünen Haken, gut erst. Und so kann ich eben von oben herab meine Liste zusammenbauen, was eben erlaubt ist und kann dann am unteren Ende sagen, so, alles, was ich jetzt oben nicht definiert habe, das verwirfst du, weil das interessiert mich nicht, das darf nicht in mein Netzwerk oder darf nicht von meinem Netzwerk rausgehen, verwirf es einfach. Und damit haben wir unseren Router und unser gesamtes Netzwerk sicherer gemacht. Natürlich kann man das Ganze jetzt hier noch verfeinern, noch extremer bauen. Aber das ist dann eure Sache. Ich wollte jetzt hier einfach nur mal, ja, wenn man auf die Zeit guckt, schnell versuchen, dir beizubringen, wenn man hier eine Firewall zusammenbaut, die dann einigermaßen sicher ist, damit unser Router auch langsam, aber sicher mal selbstständig am Internetanschluss dann hängen kann. Damit wir jetzt auch sauber ins Internet gehen können, vor allem im IPv4-Bereich, müssen wir natürlich noch eins machen. Wir müssen noch NAT aktivieren. Das gehört für mich hier zur Firewall einfach mit dazu. Standardgemäß sollte es hier eine Masquerade-Regel im Tab NAT dann geben. Falls es die nicht gibt, dann gerne einfach anlegen hier über das Plus-Symbol. Und da müsst ihr dann einfach hier angeben bei Chain Source NAT, also SRC NAT. Und Outgoing Interface ist hier eben unser Warn-Interface. Das ist alles, das müsst ihr nur so einfach anlegen. Bei Actions müsst ihr dann auch sagen Masquerade und dann war es das. Wie gesagt, diese Regel sollte es standardgemäß geben. Bei mir war die auch schon drin. Die reicht für den normalen Internetzugriff aus. Haben wir dann die ganze Firewall so mal zusammen gebastelt, wie wir denken, das sollte passen. Können wir im Übrigen hier den Safe-Mode wieder rausnehmen. Dementsprechend wird jetzt alles hier übernommen. Und die Regeln sollten auch aktiv sein. Nebenbei zählt er hier natürlich schon hoch. Wir haben jetzt hier eben einen Byte-Zähler, der eben guckt, was an Traffic bei den jeweiligen Regeln hier eben aufkommt. Und wir haben jetzt hier eben bei Regel Nummer 2 die aufgebauten Verbindungen. Dort ist jetzt so ein bisschen was, wo eben hoch zählt. Da ist zum einen der Traffic Richtung Firewall vielleicht noch mit dabei, aber da wir ja hier ein Windows-Gerät tatsächlich verwenden, telefoniert das Betriebssystem auch gerne mal nach Hause. Dementsprechend ist ja immer so ein bisschen Traffic auf der Leitung. Wir können dann auch ganz gut sehen, werden denn die Regeln verwendet. Wird eine Regel zum Beispiel gar nicht verwendet, dann kann ich mir auch überlegen, ob ich die vielleicht rauswerfe, denn sie wird ja nicht benutzt. Vielleicht wird sie ja in der vorrangigen Regel hier irgendwo abgearbeitet. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich packe hier in das Ping-Erlauben von der Firewall noch eine Regel mit dazu, dass eben DNS gestattet wird, dann kann das passieren, dass die Regel drunter, die DNS erlaubt, nie Traffic erhält. Was wir natürlich auch sehen, ist, wenn wir ganz runter gehen, gut, jetzt momentan noch nichts, weil noch nichts angefallen ist, aber diese alles Drop-Regel, also das, was absolut uninteressant ist für unser Netzwerk, wird gedroppt. Da kann dann auch mit der Zeit etwas Traffic entstehen, der eben aber verworfen wird. Und da seht ihr dann auch, dass es eben Traffic gibt, der in euer Netzwerk rein will oder von eurem Netzwerk raus will, der aber sonst da nie irgendwo erwartet wurde. Jetzt ist es natürlich noch an der Zeit, das Ganze mal zu testen, um zu gucken, haben wir noch irgendwo einen Fehler gemacht. Denn das Wichtigste, was man natürlich nach dem Einrichten der Firewall machen muss, alles zu testen. Sind meine Regeln korrekt definiert? Kann ich vielleicht etwas noch zu viel? Kann ich noch irgendwo was zu wenig? Habe ich sonst noch irgendwo irgendwelche Lücken offen, die ich stopfen könnte? Deswegen gehen wir kurz hin und öffnen hier einfach mal ein Terminal-Fenster. Denn über den allgemeinen Ping-Befehl können wir ganz schnell mal gucken, was geht und was nicht. Gucken wir mal, kann ich denn jetzt hier die Firewall anpingen? Jawohl, das geht. Kann ich zum Beispiel mein DMZ-Standard-Gateway anpingen? Jawohl, das geht. Warum geht das? Ich habe ja zum einen den Ping sowieso in DMZ erlaubt, aber das ist ja das Standard-Gateway, das ist der Router selber kann für sich antworten. Den Zugriff auf den Router habe ich ja mit meiner Firewall-Regel.
kann ich zum Beispiel einen DNS-Server wie Quad9 anpingen? Ja, das geht. Also an sich habe ich schon mal Internetzugriff. Kann ich jetzt meine Namensauflösung noch machen? Gucken wir mal. Ping und dann geben wir einfach mal hürli.net ein. Ja, das geht. Namensauflösung ist dementsprechend auch möglich. Ich komme also ins Internet. Das probieren wir direkt einmal aus. Komme ich auf meine Webseite? Ja, auf meine Webseite komme ich. Also von meinem normalen LAN-Netzwerk aus habe ich jetzt schon mal wieder Zugriff auf alle notwendigen Sachen und ich kann jetzt hier problemlos weitermachen. Aber ich habe ja nicht nur meinen LAN. Es gibt ja noch meinen Internetzugriff, den wir jetzt gleich mal noch prüfen müssen, und mein DMZ-Netzwerk bzw. mein Gästenetzwerk. Also schalte ich nochmal um auf mein Linux-System, was ja noch hier im Hintergrund läuft. Wir hatten ja gerade vorhin noch Zugriff auf das Webinterface vom MikroTik-Router über den Internet-Breakout. Gucken wir mal, lädt das jetzt? Nein, das lädt nicht mehr. Selbes Spiel hier mit dem Nmap. Gucken wir mal, wie viele Ports hier noch frei sind. Ich mache das Ganze hier jetzt nochmal neu auf. Dann haben wir hier einen Vorher-Nachher-Effekt noch gleich mit dabei. Ich muss kurz noch Root-Rechte erhalten. Und dann gucken wir hier einfach nochmal. Kann jetzt Nmap irgendwas auf meinem WAN-Interface erkennen? Und es geht schon deutlich länger. Das wird, glaube ich, nichts werden. Solange der scannt, prüfen wir das Ganze auch noch mit dem einfachen Ping-Befehl. Den haben wir ja auch unterbunden. Also Ping 192.168.220.129. Ja, der Ping funktioniert hier auch nicht. Jetzt haben wir hier zumindest von Nmap das Ergebnis wieder. Da gibt es nichts. Ein Host wurde zwar gefunden mit einer IP-Adresse, die ich angegeben habe, aber es sind keine Ports offen. Perfekt. Auch hier der Ping, der kommt heute nicht mehr. Also brechen wir den ab. Von außen sind wir also jetzt schon mal etwas sicherer unterwegs. Nun müssen wir jetzt das Ganze noch mit unserem internen DMZ-Netzwerk testen. Deswegen stecke ich jetzt hier das kurz mal um. So, habe das kurz umgesteckt. Jetzt bin ich hier in meinem Gästenetzwerk wieder unterwegs. Ich sehe auch, ich habe wieder per DHCP eben eine IP-Adresse bekommen. Und jetzt können wir hier auch direkt das Spiel nochmal machen. Gucken wir mal, kann ich jetzt hier meinen Router anpingen? Also hier die 192.168.14.1. Ja, das geht. Das habe ich ja erlaubt. Perfekt. Dann führen wir einfach mal einen Nmap-Scan durch. Allerdings jetzt hier auf die 14.1. Dann gucken wir mal, was wir denn aus unserem Gästenetzwerk noch erreichen können. Theoretisch nichts, weil ich habe ja nur hier den Ping erlaubt und DNS. Deswegen taucht hier jetzt nur noch DNS auf. Das ist gut. Das können wir dann auch gleich nochmal prüfen. Geht hier jetzt eine Namensauflösung. Ping, hürli.net. Und auch das funktioniert perfekt. Das bedeutet, ich kann jetzt auch hier im Browser wieder hingehen, kann hier meine Webseite erreichen. Jawohl, das lädt. Was jetzt nicht funktionieren sollte, ist der Zugriff in mein LAN. Das bedeutet, ich kann jetzt hier nicht mehr mein Windows-System anpingen. Können wir mal ausprobieren. Das hat, glaube ich, die 250, also die 13.250. Und hier geht tatsächlich auch nichts mehr. Als Beispiel noch hier die 1, also das Standard-Gateway. Das ist anpingbar, weil das ist ja eben der Router. Und ich habe ja gesagt, pingen ist erlaubt Richtung Firewall, um eben Netzwerkprobleme identifizieren zu können. Ich könnte jetzt auch den Ping wieder unterbinden. Selbes Spiel, einmal umgedreht. Wir gehen mal kurz nochmal auf meinen Windows-Client und können dann von hier aus nochmal kurz gucken, kann ich jetzt Richtung DMZ, also mein Gästenetzwerk, pingen. 192.168.14.240. Und ja, das darf ich, weil ich habe ja auch den Ping Richtung DMZ erlaubt. Hätte ich jetzt noch auf meinem Linux-System Webserver installiert, würde ich auch den theoretisch erreichen können. Wenn wir dann wieder in unsere Firewall hier reinsehen und hier ein bisschen nach rechts gehen, dann sollten wir hier jetzt überall schon mal ein bisschen Netzwerkverkehr finden können, vor allem im oberen Bereich, wo eben unsere Hauptregeln drin sind. Und hier haben wir eben überall, bis auf jetzt zum Beispiel hier, eben Netzwerk-Traffic drin gehabt. Da wurden eben Pakete hin und her geschickt. Das passt also. Unser Zugriff ist erstmal jetzt sicher. Wir können also jetzt hingehen und den Router tatsächlich dann mal ans Internet anschließen, wenn wir denn möchten. Wir können den aber auch noch weiter jetzt einrichten, zum Beispiel auch mit IPv6, was wir dann in anderen Videos machen. Dort muss man aber auch aufpassen. IPv6 hat ein eigenes Firewall-Regelwerk. Bedeutet, wir müssen das, was wir jetzt hier bauen,
für IPv6 auch wieder 1:1 nachbauen. Wir haben hier also gerade mal, wenn man so möchte, 50% der Arbeit getan. Damit sind wir auch mit dem längeren Video am Ende angelangt. Ich möchte euch noch einen kleinen Tipp geben für alle die, die sich mit den Firewall-Regeln noch nicht sonderlich auskennen. Sichert erstmal das Ganze so mit der Art und Weise ab, damit ihr auf jeden Fall schon mal sicher unterwegs seid. Und wenn ihr dann eben mehr erlauben möchtet, dass eben ein bestimmter Client irgendwo hin darf oder gewisse Funktionen einfach unterbunden werden, dann geht ihr einfach hin, legt euch eine neue Regel hier an, setzt die ganz unten an, bastelt die so zusammen, wie ihr denkt, dass sie passt. Und dann verschiebt ihr einfach hier per Drag and Drop die Regel immer mal eins nach oben. Und dann guckt ihr, was noch geht und was nicht geht. Ihr werdet dann feststellen, dass euer Dienst irgendwann mal funktioniert oder eben dann, wenn ihr, oder das Gegenteil davon, eben nicht mehr funktioniert. Und wenn ihr den Grad erreicht habt, dann habt ihr eure Regel dort zumindest so passend gesetzt, dass es mit eurem Firewall-Regelwerk funktioniert. Ohne groß jetzt darüber nachzudenken, passt das jetzt, funktioniert das jetzt, habe ich mich jetzt danach ausgesperrt oder nicht. Ihr werdet dann eben ganz schnell herausfinden, wann ihr einen Schritt zu weit gegangen seid und wann es passt. Wie am Anfang auch erwähnt, das Ganze kann man noch extremer gestalten, wenn man möchte und wenn man die Zeit dazu hat. So sollte das für den Heimgebrauch erstmal ganz gut sein. Wenn noch Fragen da sind, gibt es natürlich unten die Videokommentare. Gerne auch dort eure Empfehlungen zum Firewall-Regelwerk, vielleicht auch mit irgendwelchen Bildern oder schönen Skizzen, damit man es einfacher zu verstehen hat, dazu posten. Das würde mich auch gerne mal interessieren, denn es gibt ja immer mal ein bisschen Verbesserungsbedarf. Oder eben andere Denkweisen, die vielleicht durchaus besser, effizienter oder umfangreicher dann sind. Ich hoffe, das längere Video hat jetzt geholfen, hat gefallen. Ich hoffe, du weißt jetzt, wie die Firewall in einem MikroTik-Router funktioniert. Wie gesagt, wenn noch Fragen da sind, gibt es unten die Videokommentare. Erwartet dort aber nicht, dass ich jetzt für euer Netzwerk das passende jetzt aufbaue. Das ist wirklich extrem viel Zeit, was dann ins Land geht für solche Sachen. Sucht es selber mal, euch da dran lang zu hangeln. Wenn das Video gefallen hat, lasst das Däumchen nach oben da, hinterlasst ein Abo, dann verpasst du keine weiteren Videos mehr, auch hier in der Tutorial-Serie. Und empfehle natürlich diesen kleinen Kanal hier an deine Freunde weiter, wenn die auch einen MikroTik-Router haben oder einen anschaffen möchten, um denen zu helfen, das Firewall-Regelwerk aufzubauen. Bis dahin viel Spaß mit eurem eigenen Türsteher für Datenpakete und hau rein!